Die meisten Menschen denken, dass die Olympischen Spiele das bedeutendste Rennen meiner Karriere war. Und die Olympischen Spiele waren zweifellos unvergesslich, aber für mich das wichtigste Rennen meiner Karriere, das war mein erster gefinischter Marathon 2015 in Berlin. Und das vor allem deshalb, weil der Weg dahin sehr, sehr schwierig war. Mein erster Versuch ein Jahr zuvor in Frankfurt ist kläglich gescheitert. Kilometer 37, Kreislaufzusammenbruch. Und danach habe ich mit meinem Trainerteam noch mal vieles auf den Prüfstand gestellt, an vielen Stellschrauben gedreht. Zum Laufen gehört mehr, da gehört auch Stabi-Training dazu, da gehört Krafttraining dazu. Da gehört auch die richtige Trainingsvor- und Nachbereitung dazu, also Aufwärmen, Lauf-ABC und Dehnen. Ich zeige euch heute meine Lieblingsübung in einer neuen Folge Fitwoch bewusst bewegen zum Thema Laufen. Mein Name ist Philipp Flieger, lasst uns starten. So, wir starten mit dem Aufwärmen, aber wie sieht eigentlich Aufwärmen vor dem Laufen idealerweise aus? Ich starte immer ganz gerne mit ein bisschen Bewegung, die schon mal auch in ein leichtes Stretching übergehen. Ihr sucht euch am besten einfach eine Parkbank, Laternenpfahl, eine Wand, wo ihr euch ein bisschen festhalten könnt. Wir starten mit Schwunggymnastik, so nennt man das in der Leichtathletik. Das heißt, ihr haltet euch mit beiden Händen vorne fest, nehmt ein Bein und schwingt das unter dem Körper locker hin und her. Für die Anfänger erstmal noch nicht so weit. Wer schon ein bisschen fortgeschrittener ist, darf da richtig feste schwingen. Ihr dürft dann wahrscheinlich einen Zug spüren, Oberschenkelrückseite und vor allem an der Oberschenkelinnenseite den Adduktoren. Einfach 5 bis 10 Wiederholungen, ganz easy, links und rechts. Zur Schwunggymnastik gehört natürlich auch, dass man die Oberschenkelrückseite aktiviert. Ganz besonders wichtig, vor allem wenn man schneller laufen möchte. Das heißt, ihr nehmt die rechte Hand hier an die Parkbank, schwingt das innere Bein, in dem Fall das rechte Bein, nach vorne. Auch hier für die Anfänger erstmal so halb hoch. Wer schon ein bisschen fortgeschrittener ist, darf gerne den linken Arm mitnehmen und vorne zur Fußspitze greifen. Auch hier 5 bis 10 Wiederholungen. Seite wechseln, sieht dementsprechend äquivalent aus. Wir wechseln zur Hüftmobilisation. Beide Hände wieder an die Parkbank. Linkes Bein bleibt stehen, rechte Bein führt ihr nach hinten, öffnet das zur Seite, zieht das vorne wieder hoch und das in einer kreisenden Bewegung. Wer gut ist und das schon öfters gemacht hat, darf das auch falsch rum machen sozusagen. Jeweils 5 Wiederholungen und wechselt dann natürlich auch nochmal die Seite. Nach der Schwunggymnastik folgen Ausfallschritte. Das werden wahrscheinlich die meisten von euch kennen. Das Ganze ist quasi ein großer Schritt nach vorne. Idealerweise Knie ungefähr 90 Grad Winkel. Hier im gestreckten Bein, bei mir das linke Bein, da dürft ihr ruhig einen leichten Zug spüren in der Leistengegend, Oberschenkelvorderseite. Soll aber nicht schmerzhaft sein. Wenn das okay ist, 2-3 Mal locker reinwippen und in einem großen Schritt wieder zurückdrücken. Das Ganze natürlich links genauso. Locker nachwippen und schön kräftig nach hinten hochdrücken. Für die Fortgeschritteneren den linken Arm, wenn das linke Bein gestreckt ist, über den Kopf führen, ja, so, und ein bisschen rüberziehen, nachwippen. Das öffnet die Atemhilfsmuskulatur, das ist wichtig fürs Laufen. Wieder zurück. Kannst du natürlich auch rechts ein bisschen reinlehnen und das Ganze pro Seite 4-5 Mal. Zum Abschluss meines Aufwärmprogramms baue ich ganz gerne noch diese 3 Übungen mit ein. Die gehören streng genommen zum Lauf-ABC. Was das genau ist, das erkläre ich aber später noch. Wir beginnen mit Übung Nummer 1. Das ist Fußgelenksarbeit. Fußgelenksarbeit dient der Aktivierung der Sprunggelenke. Wir starten erstmal im Zehenstand und die Bewegung ist im Prinzip von Zehenstand zur Ferse abrollen, ganz smooth. Wir machen das hier, das betont mal langsam. So würde ich empfehlen, auch zu starten, bis man den Bewegungsablauf verinnerlicht hat. Wenn man sich schon ein bisschen sicherer fühlt, Frequenz erhöhen. Also wichtig, nicht die Geschwindigkeit, die Frequenz der Bewegung, die Armarbeit passt sich dann dementsprechend auch an. Übung Nummer 2. Besonders wichtig, wenn man beispielsweise vorhat, schneller zu laufen, ist für die Oberschenkelrückseite, für die Aktivierung, das klassische Anfersen. Das kennen die meisten wahrscheinlich schon von euch.
Wir fangen auch hier locker an. Das heißt, die Ferse bewegt sich zum Gesäß. Arme schwingen locker mit. Wenn man das drauf hat, dann die Frequenz erhöhen. Übung Nummer 3 ist der sogenannte A-Skip. Das ist ganz gut, um auch ein Gefühl für den Körperschwerpunkt zu bekommen, sich beim Laufen richtig zu treffen, um auch den optimalen Vortrieb zu haben. Das ist ein bisschen ähnlich wie Kniehebelauf. Ich mache das einfach mal vor. So sieht das ganz locker und langsam aus. Wenn man die Bewegung drauf hat, kommt es auf die Feinheiten an. Feinheit bedeutet Knie hoch, gerne über Waagrechte. Aber vor allem das aktive Setzen ist wichtig. Das hört sich dann so an. Also wichtig, der Fokus ist auf der Abwärtsbewegung. Aktives Runterdrücken und Fuß setzen. Noch eine kurze Info zum Einlaufen. Ja, wann macht Einlaufen Sinn? Zum Beispiel, wenn ihr euch auf ein Tempotraining vorbereitet oder natürlich auf einen Wettkampf. Warum? Ganz einfach, weil euer Körper, euer Herz-Kreislauf-System dann schon mal auf Betriebstemperatur ist, wenn es denn wirklich losgeht. Falsch machen könnt ihr nichts. Man kann nicht langsam genug laufen. Man kann natürlich auch flott laufen, wenn man das möchte. Aber das ist einfach abhängig vom individuellen Empfinden. Länge würde ich vorschlagen, 1, 2, maximal 3 Kilometer und dann seid ihr good to go. Das Thema Lauf-ABC habe ich vorhin ja schon mal kurz gestreift. Darauf wollen wir jetzt vertieft eingehen. Was ist Lauf-ABC eigentlich und warum macht das Sinn? Lauf-ABC, das sind praktisch Koordinationsübungen, die helfen, ein gutes Bewusstsein für den eigenen Laufstil zu bekommen, diesen auch zu verbessern und generell den Körper zu aktivieren, was natürlich vor allem dann Sinn macht, wenn der Körper besonders beansprucht wird, also vor Tempoeinheiten oder natürlich vor Wettkämpfen. Generell würde ich empfehlen, 1 bis 2 Mal das in der Woche einzubauen. Das macht einfach Sinn, dass sich die Übungen und das Bewusstsein für einen perfekten Laufstil verinnerlichen. Und ich habe noch 3 weitere Übungen für euch jetzt vorbereitet. Übung Nummer 1 sind Prellhopser und die sehen folgendermaßen aus. Wichtig hierbei ist, die Fußspitzen anzuziehen und zeitgleich den Boden zu berühren. Ein Bein landet, ein Bein drückt ab. Da gibt es mehrere Varianten, die man machen kann. Das war jetzt die klassische Basic-Variante. Man kann das natürlich auch in kürzeren Abständen machen, höhere Frequenz oder sehr hohen Ausführungen. Die zweite Übung ist der klassische Kniehebelauf. Ja, das bedeutet, man hebt die Knie mindestens bis zur Waagrechten, versucht möglichst aufrecht zu bleiben, ohne Rücklage. Wichtig dabei ist natürlich auch, die Arme nicht zu vergessen. Und der Vortrieb ist weniger entscheidend wie die Höhe der Knie. Vorhin haben wir schon den A-Skip gesehen. Es gibt noch eine Variante, die ist eher was für Fortgeschrittene. Das ist der B-Skip. Startet ähnlich wie der A-Skip, aber mit einem ausgekickten Bein. Mach das nochmal hier auf dem Weg zurück von der anderen Seite. Lasst uns zum Abschluss noch über das Thema Dehnen sprechen. Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, auch ein bisschen unterschiedliche Studienlagen. Mir persönlich tut es aber sehr gut, und zwar nach meinen Trainingseinheiten. Da geht es vielmehr darum, den Status quo an Beweglichkeit zu erhalten. Wahnsinnig beweglich sind viele Läufer ja nicht, aber umso wichtiger ist es eben, dass man das regelmäßig als Routine etabliert. Nach den eigenen Trainingseinheiten. Das hat vor allem 2 Gründe. Einerseits ist eine solide Beweglichkeit sehr zuträglich für einen guten Laufstil. Ja, und ein guter Laufstil wiederum, das hilft einerseits in Sachen Verletzungsprophylaxe und andererseits natürlich auch bei der Laufökonomie. Sprich, ihr tut euch beim Laufen dann einfach leichter. Und da habe ich 3 Übungen vorbereitet, die bei mir einfach basic sind. Für die erste Übung begeben wir uns in eine Schrittstellung, diesmal mit dem Knie auf dem Boden. Das gibt ein bisschen mehr Stabilität.
Wir lehnen uns ruhig ein bisschen in die Leiste rein. Das soll nicht wehtun, aber da darf durchaus Zug spürbar sein. Beide Arme über den Kopf nach hinten führen, sodass man einen Zug spürt bis in die tiefe Bauchmuskulatur. Hier ist Zwerchfell. Soll geöffnet werden. Das ist wichtig für die Atmung beim Laufen. Dann nehmen wir die Arme auch einmal hier nach rechts gegenüber vom Standbein. Sollte der Zug hier spürbar sein, auch da seitliche Rumpfmuskulatur aufdehnen. Das Ganze natürlich auch für die andere Seite. Arme über den Kopf nach hinten führen. Kurz halten, tief einatmen in den Bauch. Arme nach vorne und nach links drehen. Jetzt hier spürbar. Und das Ganze 2-3 Mal wiederholen pro Seite. Für Übung Nummer 2 begeben wir uns hier in eine breite Schrittstellung und beugen uns erstmal nach vorne. Manche würden da vielleicht hinten schon ein bisschen was merken oder Oberschenkelrückseite. Wer, je nachdem wie beweglich ihr seid, mit den Fingerspitzen oder sogar den Händen auf den Boden kommt, darf dies tun. Man kann am Anfang mal vorsichtig so ein bisschen reinwippen, das soll nicht schmerzen, aber dann kriegt man so ein bisschen Gefühl für den den Zug beim Dehnen. Wenn ihr könnt, könnt ihr dann natürlich auch gerne unten halten. Einfach mal so 20, 30 Sekunden. Dann sollte auch der Zug auf der Oberschenkelrückseite peu à peu nachlassen. Wir haben außerdem die Möglichkeit, uns dann gewichtstechnisch auf eine Seite zu verlagern. Gerne auch ein bisschen auf dem Knie abstützen. Dann verändert sich der Zug mehr auf die Oberschenkelinnenseite, auf die Adduktoren. Auch hier erstmal locker reinfühlen, ein bisschen reinwippen. Dann gerne statisch halten, 10, 20 Sekunden. Die andere Seite rübergehen, auch hier ein bisschen abstützen. Anfang locker ein bisschen Gefühl bekommen, reinwippen. Dann gerne 10, 20 Sekunden statisch halten. Und das Ganze 2-3 Mal wiederholen. Die Übung Nummer 3 ist für die Wadenmuskulatur perfekt geeignet, denn die ist beim Laufen natürlich ganz gerne beansprucht. Dafür geht ihr in eine leichte Schrittstellung und bewegt euch nach unten. Wichtig ist, dass sowohl vorne beim vorderen Fuß als auch beim hinteren Fuß der gesamte Fuß auf dem Boden bleibt, also die Fersen nicht den Boden verlassen. Die Übung ist für die hintere Wade gedacht, ja, und da vor allem im mittleren bis unteren Anteil zwischen Achillessehne und Wadenmuskulatur. Auch hier, wie bei den anderen Übungen, vorsichtig erstmal rantasten, reinfühlen, wie weit fühlt sich das gut an, das soll nicht wehtun. Wenn ihr da einen Punkt erwischt habt, bei dem ihr euch wohlfühlt, gerne einfach 20, 30 Sekunden verharren und dann die Seite wechseln, wieder in eine leichte Schrittposition, langsam nach unten begeben. Wichtig hier, beide Fußsohlen und die Fersen bleiben auf dem Boden. 20, 30 Sekunden reinfühlen und dann die Seite wechseln. Das Ganze auch 2-3 Mal. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in meine Warm-up- und Cooldown-Routinen geben. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Mein Name ist Philipp Flieger und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet. Und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann lass gerne ein Abo da und über ein Like würden wir uns natürlich auch freuen.